Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun, ist besonders, nicht was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen, Abenteuern nachjagen, aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. Irgendjemand! Scheiße.
Sie ist die bald weltberühmte Archäologin Lara Croft in ihrer natürlichen Umgebung. Sie ist auf der Suche nach dem verschollenen Königreich Yamatai, Heimat der geheimnisvollen Sonnenkönigin Himiko. Sam, das ist ernst hier. Weiß ich doch. Ich will dich doch nur aufmuntern. Komm schon, du arbeitest in letzter Zeit Tag und Nacht. Was ist denn los? Ich bin ganz nah dran. Ich bin mir wirklich sicher. Ich weiß nur nicht, ob Roth und Whitman mir dazuhören werden. Ich meine, ich will eine Route nehmen, die hat noch nie jemand vorher genommen. Aber du kennst dich mit dem Thema am besten aus. Und das sage ich nicht, damit du dich besser fühlst. Das ist einfach so. Ich vertraue dir da vollkommen. Und Dr. Whitman und Roth bestimmt auch. Du musst einfach deiner Nase folgen. Das schaffst du schon. Komm, jetzt gibt's eine Pause und Essen. Los, los, los. Okay, okay. Danke, Sam. Bitte, bitte. Oh, warte, warte. Sie ist nicht immer so ernst. Hey. Test. 1, 2, 3. Lara, da bist du ja schon wieder. Hi, Sam. Und was haben Roth und Dr. Whitman gesagt? Ja, das kannst du dir ja denken. Filmst du? Nein. Okay. Ja, Dr. Whitman ist total ausgetickt. Kennst du ja. Er ist ja Doktor der Archäologie und weil er ist eh mal alles besser. Und weil meine Route ja in keinem der Fachbücher unterstützt wird, will er sie auch nicht nehmen. Ja, aber wer auch immer die Bücher geschrieben hat, der hat ja Mathe ja auch nicht gefunden. Ja. Wer soll mal nichts sagen mit seinen schlechten Dokus, die er da ständig filmt? Und was sagt Roth? Ja, Roth will zum Glück meine Route nehmen, deswegen muss ich die auch schnell raussuchen, weil wir die unbedingt haben als Captain. Aber ich glaube wirklich, dass du recht hast mit dem Drachendreieck. Meinst du? Wirklich. Du filmst. Was? Nein! Doch! Nein! Ah, hier. Und dann muss man noch etwas klettern. Hast du das gehört? Wir haben ein Feuer. Sucht den Rauch. Ihr schafft das. Wir warten auf euch, okay? Lara! Da bist du ja! Oh Gott. Schon okay. Er ist in Ordnung. Oh, ich wollte sie nicht erschrecken. Irgendwann wird hier wohl jeder etwas nervös. Wir haben mit ihrer Crew gesprochen. Sie sind unterwegs. Hat mir wirklich sehr geholfen. Ah, das war doch das Mindeste. Meine Manieren, entschuldigen Sie. Ich bin Matthias. Ich bin übrigens Lehrer. Du siehst echt schlimm aus. Setz dich. Ach, ja. Sam hat mir gerade von der Sonnenkönigin erzählt. Genau, Himiko. Können Sie mehr erzählen? Ich bin fasziniert. Naja, ob Sie es glauben oder nicht, vor einigen tausend Jahren war Königin Himiko sowas wie die Chefin von Japan. Sie liebt diese Geschichte. Sie war bewundernswert, geheimnisvoll, aber auch rücksichtslos und wirklich mächtig. Die Legende sagt, sie hatte schamanische Kräfte. Und an dieser Stelle steige ich immer aus. Aber in jedem Mythos steckt etwas Wahrheit. Sie kommandierte eine Armee von Samurai-Kriegern, ihre prachtvolle Sturmwache. Sie ritten im Wind in das Schlachtfeld und vernichteten all ihre Feinde. Das heißt, die Sonne gehorchte Himikos Kommando und sie regierte alles, wohin ihre Strahlen gelangten. Beth? Matthias? Lara? Ein Glück. Dr. Whitman, ich bin so froh, Sie zu sehen. Haben Sie Sam gesehen? Sam? Ich dachte, Sam ist bei dir. Ja, sie war bei mir. Da war noch sein Mann Matthias. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, aber wir müssen sie finden.
Warte, was ist mit Ross? Ja, aber Sam. Vielleicht ist Sam ja bei Ross. Wir sollten jetzt alle zusammenbleiben. Warte, ich will dir was zeigen. Ich habe was Faszinierendes entdeckt. Ja. Komm. Sarah, hier. Dieses Frauenbild, das ist besonders interessant. Hier, keine Frage, das waren die Inselbewohner. Wenn man sich die Wracks so anschaut, sind das wahrscheinlich alles Gestrandete, so wie wir. Na, hoffentlich werden wir nicht noch Mörder wie sie. Bemerkenswert. Ich glaube, ich habe den Stoff für meine neue TV-Serie. Na, komm, da hinten ist noch mehr. Diese Frauengestalt eben. Den Symbolen nach könnte das die Sonnenkönigin gewesen sein. Mimiko? Ja, es besteht kein Zweifel, dass sie sehr große Macht hatte. Manche sagen übernatürliche, schamanische Kräfte. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle gleich von Hexerei. Wir sollten nichts ausschließen, selbst wenn es uns zunächst irrational vorkommt. Wir müssen diese Welt erst viel besser verstehen lernen. Sie klingen schon wie mein Vater. Lara, das könnte eine Wahnsinnsstory werden. Oh, wenn wir sie überleben. Ganz frisch. Oh, das ist die Mimiko. Lara, du hattest recht. Die Insel war wirklich ein Teil von Yamatai. Das alte Königreich. Das ist die Atlantis. Nur das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Lara, wir stehen auf einer Goldmine. Faszinierend. Sie wird immer noch verehrt? Nicht wahr, Dr. Whitman? Du bist aber ein ganz schlaues Mädchen. Ganz ruhig bleiben. Richtig gut aus. Schon wieder spitz. So mag ich das. Glück, du lebst. Oh Gott, schön, dich zu sehen, Kleines. Sorry, aber das sieht echt übel aus. Ja! Aber so übel doch nun auch wieder nicht, oder? Als ob, das sagst du immer. Hast du was von den anderen gehört? Nichts. Mist.
Nicht schlecht. Wo lernt eine junge Lady wie du denn solche Sachen? In der Nachtschicht im Nine Bells. Gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nicht. Na, dann hat es sich ja gelohnt, dass du neben dem Studium noch so wenig Schlaf bekommen hast. Hör zu, Lara. Wenn wir ein Notsignal in alle Himmelsrichtungen senden wollen, dann muss einer von uns beiden da oben auf den Funkturm klettern. Das bedeutet, jemand muss weiter den Berg raufklettern? Weißt du, ich werde eine ganze Weile nicht klettern können. Ich hatte schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Du schaffst das schon. Du bist immerhin eine Croft. Ich bin nicht diese Art von Croft. Doch, das bist du. Du weißt es nur noch nicht. Lara?
Essen ist gleich fertig. Fertig, komm. Dr. Whitman. Da ist ganz sicher kein Fisch drin. Davon gehe ich aus. Sag mal, wie waren eigentlich eure Filmaufnahmen letzte Woche? Was? Eure Filmaufnahmen. Peinlich. Oh Gott, ich kann es mir vorstellen. Sag mal, hast du meine Übersetzung von Takabayashi gesehen? Oh, Takabayashi? Ja, ich finde sie schon wieder nicht. In meinem Chaos. Typisch. Typisch. Ernsthaft, ich finde den Text einfach nicht. Reisebericht eines chinesischen Gesandten. Königin Himiko? Er war bei Königin Himiko von Yamatai. Das ist Yamatai. Er ist ihrer Sturmwache begegnet. Das sieht aus wie ein Feuerritual. Ein Opferritual? Schrecklich. Aber wieso wurden die Frauen verbrannt? Eine Reise? Eine Pilgerfahrt? Wasser eingießen. Und da bist du, Königin. Moment, da wird kein Wasser eingegossen, sondern Macht übertragen. Die Wahl deiner Nachfolgerin?
dich auch, Sam. Wo bist du? Ich wurde entführt. Was? Ja, diese Matthias. Die Rendiger sind von einem Feuerritual an. Das ist so krank. Hör zu. Ich komme und hol dich. Ich hol dich da raus. Mr. Larry, hilf mir. Ich verspreche es. Ich verspreche es dir, Sam. Sam! Bitte hilf mir! Lass sie in Ruhe! Lass sie verdammt nochmal in Ruhe, ihr verdammten Schweine! Oh Gott! Meine Brüder, hört mich an! Draußen in der Welt waren wir nichts, aber hier sind wir die Solari, die Kinder der Sonnenkönigin. Wir wurden nicht umsonst hierher geholt. Ich weiß, ihr sehnt euch nach Freiheit. Ich weiß, ihr wollt weg von diesem Ort. Aber dafür müssen wir die Sonnenkönigin befreien. Sie ist eine Gefangene wie wir. Wenn wir sie befreien, befreien wir uns selbst. Dieses Mädchen trägt das Blut dieses Landes in sich. Sie könnte der Schlüssel sein. Das Feuerritual wird uns die Wahrheit zeigen. Himiko! Du bist die Erste und die Letzte! Sprich zu uns! Du hast meinen Bruder getötet! Jetzt töte ich dich! Das ist für Wladimir! Hört auf! Dimitri, Nikolai, bringt sie zu mir! Jede Kreatur dieser Welt wird um ihr Überleben kämpfen, wenn sie es gefährdet sieht. Glaub also nicht, ich verstünde dich nicht. Aber ich mach das schon etwas länger. Macht euch bereit, Brüder! Die Königin wird gleich zu uns sprechen. Sprich zu uns, Himiko! Wunderbar!
dich nicht so an, du wirst hier nicht mehr gebraucht. Endlich, nach so vielen Jahren, habe ich dich gefunden. Was wollen Sie von mir? Und was haben Sie mit Lara gemacht? Wo ist sie? Ich glaube, du verstehst nicht. Du wurdest auserwählt. Das ist eine große Ehre für dich, für uns alle. Manche haben geglaubt, wir finden dich nie. Und jetzt bist du hier. Bitte, ich weiß. Sie denken, ich bin was Besonderes. Das bin ich nicht. Und ich will auch nicht auserwählt sein. Es geht nicht darum, was du willst, sondern darum, was du bist. Himikos Blut fließt in deinen Adern. Ich denke, du weißt das, Samantha. Warum? Warum tun sie das? Du suchst nach Logik und nach Vernunft, aber da ist keine. Den gleichen Fehler habe ich auch gemacht. Ich dachte, Schiffe könnten uns erreichen oder Flugzeuge nicht vom Himmel fallen. Bitte, ich will einfach nur nach Hause. Das Gleiche will ich auch. Seit Jahren warte ich auf diesen Augenblick. Seit Jahren gebe ich mein Leben. Denk nicht, ich hätte nicht versucht, von hier wegzukommen, von diesem Ort. Wir alle sind gefangen. Aber du, Samantha, du hast die Macht, uns zu befreien. Viele haben für diese Gabe freiwillig ihre Seelen gegeben. Vater Matthias, das Mädchen ist uns entwischt. Was? Das muss ein Ende haben! Dimitri! Bewach sie mit deinem Leben! Los, bevor jemand kommt. Ist alles okay? Ja. Sie kommen. Pass auf, da oben ist ein Weg. Wir treffen uns im Wald. Hey, lass dich hier doch nicht alleine. Lauf sie! Doch, lauf jetzt.
müssen hier weg, Lara. Ja. Aber irgendwas hält uns hier. Das hat Matthias auch gesagt. Das ist von Matthias. Habe ich mitgehen lassen. Ich dachte, das könnte dich interessieren. Gut, dass wir euch wiedergekommen sind. Dr. Whitman! Wo waren Sie und was zur Hölle haben Sie getrieben, als ich überfallen wurde? Du wurdest was? Warum hast du nichts gesagt? Ich bin so froh, euch zu sehen. Ja, und wo waren Sie? Es ging alles so schnell. Ich musste mich auch verstecken. Ich bin froh, dass es euch gut geht. Ja. Lara! Scheiße. Und jetzt? Haben wir einen Plan? Puh, es fühlt sich an, als wäre ich den ganzen Tag schon über die Insel gerannt. Und dabei schwitzen Sie noch nicht mal. Ich bin wohl sportlicher, als ich dachte. Ja. Okay. 25. Juli 1982. Tage sind vergangen seit dem Flugzeugabsturz. Wir haben es das zweite Mal versucht, mit dem Schiff zu entkommen. Eine Katastrophe. 13. Oktober 1990. Über die Jahre gibt es viele Überlebende. Ich habe sie gemieden. Aber um das Geheimnis der Insel zu lüften, brauche ich sie. 5. Juni 2011. Die Jahre sind vergangen. Ich höre sie in meinen Träumen. Ich spüre neues Leben in mir. Ein Geschenk der Königin. Meine Solari töten und foltern in ihrem Namen. Ich spüre es. Bald wird sie zurückkehren. Meine Königin. Himiko. Ich hab sie. Es ist eine große Ehre. Als eine Priesterin der Sonnenkönigin stehe ich über den anderen auf Yamatai. Ich werde unterrichtet in allem Erdenklichen, um auch einmal regieren zu können. Die Königin, sie ist wie eine Mutter zu mir. Liebevoll, fürsorglich. Doch es fühlt sich falsch an. Wie ein Schauspiel. Nun wird sie älter und es sieht so aus, als könnte wirklich ich ihre Nachfolgerin werden. Aber ich habe Angst. Sie schaut mich an, als wäre ich eine Puppe. Oder nein, noch viel schlimmer, als würde sie sich selbst sehen. Ich habe keine andere Wahl. Heute Nacht werde ich mit dem gestohlenen Schwert des Generals zum Ritual gehen. Bevor ich zur Königin werde, will ich mein Leben beenden. Niemand würde die Wahrheit glauben. Doch auf Yamatai liegt ein Fluch. Oder auf der Sonnenkönigin. Ich muss diesen Fluch brechen. Für Yamatai und alle nachfolgenden Priesterinnen. Dieses Übel, es muss gestoppt werden. Ich habe die Königin enttäuscht. Das Ritual scheiterte. Sam! Himiko! Ist doch noch... Lara! Sam! Lara! Whitman! Lara! Dr. Whitman! Tun Sie etwas! Lara, verstehe, das ist die Story. Lara! Sam! Lara! Ihr Bastard! Sam! Los, es ist sie! Die Prinzessin wusste, nur der Tod würde sie retten und beging Selbstmord. Sam! Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Ihr Zorn wurde zu den Stürmen und erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird. Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen, aber ich als ihr General kann nicht mehr. Du kriegst Sam nicht! Niemals! In diesem Ritual wird keine Macht übertragen, sondern Himikos Seele.
Sam! Lara, was ist passiert? Alles wird gut. Ich bin hier. Du hast mich gerettet. Ich hab's versprochen. Ich bring dich jetzt nach Hause.